Emre, ein Tor. Auf 10. Ja, also die Überlegung bei uns, wo wir uns mal so vor 2 Jahren zusammengeschlossen haben, wie können wir so eine gewisse Karriere für die Schiedsrichter aufbauen, war eigentlich, dass wir das ein bisschen dreigeteilt aufbauen. Das heißt also, der Schiedsrichter bekommt bei uns das erste Rüstzeug. Das fängt ja dann mit so einem Anwärterlehrgang an. Und im Anschluss, wenn so ein Anwärterlehrgang absolviert ist, kommt er in die Schiedsrichtervereinigung. Und da haben wir festgestellt, dass gerade der Schwerpunkt der Persönlichkeitsentwicklung so im Vordergrund steht. Weil du musst als Schiedsrichter ja einfach bei solchen Spielen, wie wir auch jetzt hier so mal ab und zu sehen auf den Sportplätzen, Entscheidungen treffen und sie aber auch vertreten und auch dahinter stehen. Eine Karriere hat man bei uns im Kreis, sehr viele Karrieremöglichkeiten. Das heißt, du startest zwar in den unteren Klassen, bezogen einer Patenschaft, und dann geht es ganz schnell so rauf nach oben und du hast sicherlich Möglichkeiten, bis halt, naja, es ist realistisch zu sehen, halt in die Oberliga Niederrhein, die ja jetzt dieses Jahr gegründet worden ist. Das sind so die Karrieremöglichkeiten, die man aufbauen kann als Schiedsrichter, wo wir den Grundstein einfach legen. Ich kann ja aus eigener Erfahrung berichten, denn ich habe ja meine Karriere als Jungschiedsrichter begonnen im Alter von 16 Jahren. Ich muss sagen, das war für mich damals eine unglaubliche Erfahrung, aus dem Blickwinkel des Zuschauers auf den Platz in die Mitte als Schiedsrichter zu gelangen. Und die persönliche Erfahrung, die man in diesem Hobby macht, ist, dass man seine Persönlichkeit stärkt, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen, dass man auch lernt, ein Reglement zu vermitteln. Also es ist ein Hobby, das in jedem Maße die Persönlichkeit eines jungen Menschen entwickeln lässt und sie fördert. Was heißt Karriere als Schiedsrichter? Das ist Karriere hört sich immer so professionell an, aber ich denke eigentlich, selbst wenn man hier im unteren, also in den unteren Klassen schon Kreisliga A oder Bezirksliga mal pfeift, dann kann man das eigentlich auch schon als Karriere werten, weil man dann seine eigenen Erfahrungen macht und auch versucht, sich da halt seine eigenen Erfahrungen zu machen, sich durchzusetzen und als Schiedsrichter halt erfolgreich zu sein. Weiter, komm! Ja, es ist eigentlich schon ziemlich komisch, weil man muss sagen, zwischendurch wird es mal hektisch, weil die Schiedsrichter halt auch mal Sachen vielleicht besser sehen als der eigentliche Schiedsrichter. Also die Schiedsrichter, die spielen, wollen dann manchmal auch Recht haben quasi, aber dann muss der Schiedsrichter sich dann halt durchsetzen. Karriere als Schiedsrichter bedeutet für mich, von Jahr zu Jahr denken, mich stetig weiterzuentwickeln, um aus Spielen, die man geleitet hat, zu lernen und stets die Persönlichkeit, den Umgang mit den Spielern weiterzuentwickeln. Karriere als Schiedsrichter ist auch eine Herausforderung, da man sich stets mit schwierigen Situationen befasst sieht. Man muss sich gegen ältere Spieler durchsetzen können, die auch fußballerisch mehr Erfahrung haben, und trotzdem muss man souverän bleiben und seine Sache auf dem Platz machen. Karriere als Schiedsrichter ist für mich halt Integration, weil du dich wirklich integrierst in die ganze Gruppe, die als Schiedsrichter arbeitet, die sich über Jahre hinweg entwickelt hat. Und es gibt halt die Möglichkeit, Karriere zu machen, wenn man möchte. Man kann sich mit ein bisschen Anstrengung weiterentwickeln und hochgeschrieben werden. Als Beispiel meine Freundin Franziska Erkes, die jetzt in ganz kurzer Zeit quasi auf die zweite Bundesliga der Frauen hochgekommen ist. Also wer möchte, kann es auf jeden Fall schaffen. Hey, Schiri, ein bisschen leiser. Bin ich angekommen. Ja? Okay. Wie gesagt, Fadenzeichen, 23 Minuten Abstand, alle beide. Freistoß nach vorne. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule, diese Gemeinschaft, die sehr schwer ist, eigentlich in den Griff zu bekommen. Weil hier geht es ja darum, verschiedene Altersstrukturen einfach gemeinschaftlich heranzuführen. Man hat viele ältere Schiedsrichter, dessen Bedürfnisse ganz anders gelagert sind. Junge Schiedsrichter, die wirklich dann gerade angefangen haben, mit ganz neuen und interessanten Interessen bezogen, halt, wie sie eine Gemeinschaft sich aufbauen. Und das, ja, das dann mal vor sich ausgedrückt, das Mittelfeld, so, also die dazwischen liegen. Aber ich glaube, dass wir das recht ausgewogen aufgebaut haben und für alle Bereiche auch die Bedürfnisse abdecken können. So gibt es dann zum Beispiel eine gemeinschaftliche Weihnachtsfeier,
wo dann junge Schiedsrichter eine Aufführung machen, die sich sehr, sehr stark da arrangieren, was in einer totalen Begeisterung aufkommt. Wir haben für die älteren Schiedsrichter im Rahmen, dass man sich mal so trifft, im Kreise, dass man so ein Kaffeekränzchen in der Situation hat. Und ich glaube einfach, dass uns das gelungen ist, so etwas gemeinschaftlich aufzubauen. Aber auch Veranstaltungen, die wirklich im Bereich des Schiedsrichterwesens ist. Das heißt, es gibt so einen Online-Spielbericht. Da sind jüngere Schiedsrichter, die den älteren Schiedsrichtern einfach die Ängste nehmen, halt PC und so. Das sind Sachen, die einfach eine Gemeinschaft fördern und wo wir sehr stark sind, weil nur so kann es funktionieren. So kann ein Kreis, hier ein Kreis 5, mit so viel Spielstarken und Mannschaften und der Anzahl der Schiedsrichter zusammenrücken. Ja, man meint ja immer, der Schiedsrichter an sich ist ein Einzelkämpfer. Das mag ja auch für das Spiel stimmen. Die allermeisten Spiele, gerade für Jungschiedsrichter, laufen ohne Team ab. Man ist im Spiel alleine, aber man hat doch sehr viel Fürsprecher außerhalb des Platzes und man findet auch sehr viel Zuspruch in der Schiedsrichtervereinigung, denn das sind kleine Vereine, wie Fußballvereine auch geführt sind, die ein sozial-gesellschaftliches Leben haben, wie man an vielen Veranstaltungen sieht, in denen die Kameradschaft gepflegt wird. Also jeder Schiedsrichter ist zwar im Spiel vielleicht allein, aber mit seinen Sorgen und Problemen ist er in seiner Vereinigung gut aufgehoben. Alles klar. Natürlich lernt man auch als junger Schiedsrichter insbesondere durch die eigenen Spielleitungen, aber man lernt auch durch den Austausch, den informativen Austausch mit anderen Schiedsrichtern. Und dazu sind Gespräche, Analysen von Videoszenen, die nicht immer aus der Bundesliga sein müssen, sondern von eigenen Spielen, immer sehr lehrreich. Ich finde, es ist echt klasse, muss man sagen. Also man trifft sich, man ab und zu spielen wir auch Turniere miteinander und es ist eigentlich schon ziemlich freundschaftlich. Also die Schiedsrichter verstehen sich eigentlich alle ziemlich gut und es macht wirklich richtig Spaß, Teil dieser Kultur zu sein und daran teilhaben zu dürfen. Ja, Weihnachtsfeier finde ich, macht schon Spaß, weil man sich halt auch mit den älteren Kollegen, gerade mit den älteren Kollegen unterhalten kann und auch mal von ihnen hören kann, was sie so als Schiedsrichter alles durchmachen, vielleicht schon durchgemacht haben durch langjährige Erfahrungen. Und es ist eigentlich ziemlich interessant, mal alle Seiten zu hören, die Jungen und halt auch die Älteren. Kameradschaft unter Schiedsrichtern ist für mich extrem wichtig, gerade wenn man Spieler hat mit Assistenten, da muss man sich auf die Leute draußen verlassen können. Und da muss man auch schon eine persönliche Bindung zu den Leuten aufgebaut haben. Die baut man auf, indem man sich zu Spielen verabredet und da sich trifft, fachsimpelt. Im Bereich der Jungschiedsrichter eine Persönlichkeit zu entwickeln, ist eine schwere Aufgabe und eine Herausforderung. Junge Schiedsrichter bringen zwar von den Werten etwas mit, die dann heißen, pünktlich zu sein, auf der anderen Seite aber auch fleißig zu sein, Ehrgeiz zu entwickeln. Aber Entscheidungen zu vertreten und dahinter zu stehen und vor allen Dingen dann auch schnelle Entscheidungen treffen zu können, die dann auch am besten noch richtig sind, das ist eine ganz schwere Aufgabe. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und da haben wir Programme entwickelt. So waren wir zum Beispiel mit unseren jungen Schiedsrichtern einmal im Schloss Diek hier im Landkreis Neuss, wo wir gemeinsam versucht haben aufzuzeigen, wo sind meine persönlichen Grenzen. Das entwickelt einen Menschen weiter. Dann auf der anderen Seite haben wir ganz stark den Novesia Cup, wo wir wirklich seit jetzt einem Jahr die Schiedsrichter, junge Schiedsrichter im Gespann, ein Turnier ranführen, wo sie also wirklich starke Mannschaften, Bundesligamannschaften, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Dortmund, Schalke, all solche namhaften Mannschaften spielen da. Und die werden dann über zwei Tage von uns begleitet. Einmal auf der einen Seite eines Mentors, auf der anderen Seite mit Videoanalysen. Dann wird danach mit denen das besprochen, reflektiert, Stärken, Schwächen rausgearbeitet. An Stärken wird einfach fortschreitend weitergearbeitet und Schwächen aber auch ganz klar dargelegt, um sich da einfach gemeinsam zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist die Persönlichkeitsentwicklung auch sehr wichtig, in Form, dass man da wirklich auch sagt, okay, wir haben ältere Schiedsrichter, die als Paten fungieren am Anfang und die Schiedsrichter da begleiten, damit sie sicherer werden in ihrer Entscheidung. Und vor allen Dingen nach dem Spiel, was das Schwere beim Schiedsrichter einfach ist,
die Vereine, der Spieler, der hat nachher seinen Trainer, hat seine Mannschaft, mit dem er sprechen kann. Was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht? So, er kann aber auch mal zu sagen, Mensch, habe ich das vielleicht falsch gemacht? Und das fehlt dem Schiedsrichter, er hat nicht die Möglichkeit. Und da ist der Pate, wir als Schiedsrichter eigentlich sehr, sehr stark. Wir haben viele Spiele, wo der ein oder andere Schiedsrichter mal hinfährt und einfach schaut, was hast du gut gemacht oder wie hättest du anders dich da entwickeln können? Es ist ja gerade gesagt worden, das Regelwerk ist das eine. Wie vermittle ich es 22 Akteuren und den Zuschauern auf dem Platz das andere? Und da die gesunde Balance zwischen Vermittlung und Durchsetzung des Regelwerks und auch Akzeptanz zu finden, das ist sicherlich das entscheidende Quäntchen, was den Schiedsrichter und den akzeptierten Schiedsrichter dann auch ausmacht. Die Jungschiedsrichterschulungen machen eigentlich immer ziemlich viel Spaß. Also ich finde es auf jeden Fall immer klasse, weil wir uns halt einmal im Monat dann nochmal alle sehen, weil normalerweise sieht man sich ja nicht so häufig, sag ich mal, weil alle immer im Einsatz sind und man sich außerhalb nicht wirklich sieht. Und da sind die Jungschiedsrichterschulungen eigentlich schon lustig, machen immer richtig viel Spaß. Der Sebastian Patzel, der macht das auch richtig gut. Also es macht echt Spaß. Es ist für Jungschiedsrichter sicher sehr gut, sich als Schiedsrichter durchsetzen zu müssen und quasi seine eigenen Eigenschaften entwickeln zu können, weil man halt viel lernt dadurch, dass man Schiedsrichter ist und durch die einzelnen Situationen, wo man wirklich Durchsetzungsvermögen braucht und auch das nötige Selbstbewusstsein, um hinter seinen Entscheidungen zu stehen. Deshalb ist es eigentlich klasse, dass wir so viel davon haben. Also ich denke schon, dass ich in einigen Situationen überlegter handle, sage ich jetzt mal, und da die Erfahrung als Schiedsrichter einsetzen kann. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung hat mich das Schiedsrichtertum weitergebracht. Vorher, bevor ich Schiedsrichter war, war ich eher zurückgeschlossen, eher ja, nicht der Einzelgänger, sondern ich habe nicht viel geredet. Aber gerade dadurch, dass man sich auf dem Platz auch mit verschiedenen Charakteren auseinandersetzen muss, baut man nach und nach immer mehr Persönlichkeit auf. Und das merkt man dann auch, das braucht man später im Berufsleben. Als Schiedsrichter, wenn du das erste Spiel hast, sagen wir mal, fängt deine Persönlichkeit an, was das Schiedsrichterwesen betrifft. Du bist zwar ausgebildet, aber du hattest natürlich dieses praktische Spiel noch nicht. Und da erinnere ich mich an mein erstes Spiel. Das war C-Jugend. Ich war genauso alt wie die Spieler. Ich habe nämlich mit 14 Jahren angefangen. Und das war eine Katastrophe. Es endete 12-1. Also es war ein klares Ergebnis, aber ich bin mir sicher, dass da 4 oder 5 Abseitstore gefallen sind. Ich bin am Ende wirklich fertig gewesen mit den Nerven. Und hatte dann auch erstmal keinen Bock mehr für den Moment, weil es natürlich schwierig ist, wenn du weißt, du hast viele Fehler gemacht. Aber dann muss man wieder weitermachen und es wird immer besser und man merkt seine Entwicklung. Und irgendwann wird man richtig stolz auf sich, weil es sind natürlich als Mädchen ist es nochmal schwieriger, Jungs, die du pfeifst zum größten Teil. Und wenn du dich dann irgendwann da durchsetzt, dann hast du einen Riesenschritt gemacht, was das Selbstbewusstsein angeht und was auch deine Persönlichkeit angeht. Ja gut, das hat sich ja auch alles extrem in eine Richtung entwickelt, die nicht leichter geworden ist für die Schiedsrichter. Sie werden heute rund um das Spiel überwacht. Da stehen 20 Kameras, da kann man jede Entscheidung, die nicht hundertprozentig korrekt ist, die wird 17 Mal gezeigt. Und ich muss sagen, ich denke oft so gerade so an die Linienrichter auch, wie die in der Lage sind, blitzschnell zu entscheiden, ob einer abseits oder nicht ist, weil das ja so schwierig ist. Und es wird ja auch dann, in der Wiederholung sieht man dann erst, dass die Entscheidung richtig war. Manchmal ist sie dann auch falsch und ich finde, das sollte man nicht kritisieren. Also in erster Linie muss ich immer sagen, Respekt vor jedem, der sich entscheidet, Schiedsrichter zu sein oder werden zu wollen. Weil ich glaube, das ist die undankbarste Aufgabe, die du im Fußball haben kannst. Weil du kannst pfeifen, wie du willst. Du wirst immer eine Mannschaft haben, die sich benachteiligt fühlt oder die nicht mit den Entscheidungen einverstanden ist. Das ist einfach so. Und deswegen ist es ein ganz, ganz schwerer Sammel. Ich glaube, das ist überhaupt die schwerste Aufgabe am Fußballplatz, ist die des Schiedsrichters. Und deswegen Hut ab vor jedem, der sich dazu entscheidet, diesen Weg einschlagen zu wollen. Und ich würde auch nie jemand abraten, das nicht tun zu wollen. Ne? Weil da gehört unheimlich starker Charakter zu. Und es schult sicherlich auch für den Rest des Lebens. Ich würde sagen, wenn das Talent am Ball nicht reicht, dann musst du eben Schiedsrichter werden. War jetzt wieder böse, sehe ich ein. Ne? Aber ich denke, ich kann nur jeden dazu ermuntern, gerade wenn man in den höheren Leistungsklassen pfeift, ist das wirklich eine sehr attraktive Nebenbeschäftigung zuerst und dann sogar ein Hauptjob. Man kommt wirklich in der Welt rum, das ist das Tolle. Und man sieht dann wirklich auch die großen Stadien Europas. Und das muss Anreiz genug sein.
Also ich habe mal so Trainingsspiele oder so gepfiffen, da sieht man dann erstmal, wie schwierig das wirklich ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass sowohl Schiedsrichter als auch Spieler merken, dass es ein Miteinander ist. Du brauchst einen Schiedsrichter, dass es vernünftig funktioniert. Und ein Schiedsrichter muss auch souverän genug sein, um mal auf Spieler zuzugehen. Und dann merkt man, dass das zusammen ganz gut funktioniert. Ich würde immer versuchen, positiv damit umzugehen. Wenn einer Spaß hat, um das zu tun, dann musst du ihn nicht zurückhalten, dann musst du ihn versuchen zu stimulieren. Und, aber jeder Mensch ist da frei, was er gerne tun möchte. Aber warum sollte man nicht ein Schiedsrichter werden? Ich denke, dass das doch auch eine Herausforderung ist, um Schiedsrichter zu sein. Und die bekommen auch unheimlich viele Probleme. Das haben wir jetzt auch wieder auf der Europameisterschaft gesehen, dass ein Tor nicht gegeben wurde ist. Und jetzt kommt dann die Frage über ein Torkamera oder ein Chip in der Ball oder wie dann auch und was dann auch. Es geht immer um, Schiedsrichter sind auch Menschen. Und die versuchen das Beste zu machen daraus. Und die bekommen auch unheimlich viel Kritik, Sachen gegen sich. Ja, da muss man charakterlich stark sein, um da Parole anzubieten. Und Schiedsrichter sein ist nicht einfach. Ja, ich würde es nicht tun, wenn ich das sein musste. Und wenn ich die Chance hätte, um eine... Wie sagt man das? Wenn man die Chance hat, um es zu tun oder nicht zu tun. Ich würde es nicht tun. Aber es sind viele Leute, die das suchen, die dann nicht so gut sind, wie sie das selbst sagen, mit dem Ball. Die suchen dann doch das Kontakt mit den Spielern, weil sie haben Freude an das Fußball. Und dann kann man doch auch wichtig sein, wenn man Schiedsrichter ist oder Linienrichter ist oder dass man dabei ist. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn mir einer nochmals das fragen würde, dann würde ich ihn stimulieren und würde ich sagen, wenn du da Spaß in hast, dann musst du das tun. Achso, warte, und dann guckst du ganz stolz. Ja, die machen eine tolle Arbeit, muss man wirklich sagen. Insofern ein großes Kompliment. Nicht nur für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Das sieht man hier mit dem Blick auf diese Anlage und wie das professionell wirklich vorbereitet ist. Aber auch darüber hinaus machen die wirklich einen tollen Job. Wir können froh sein, dass wir so viele engagierte Leute in dem Bereich haben. Warum soll ein junger Spieler überhaupt den Schiedsrichterschein machen? Mich persönlich hat es dazu bewegt, dass ich eher nicht so viel gespielt habe und in der Schiedsrichterei dann eine Karrierechance sah, um auch dem Fußball verbunden zu bleiben. Aber auch Spieler, die regelmäßig spielen, kann ich nur empfehlen, den Schiedsrichterschein zu machen. Denn dadurch werden sie dann auch mal die Sicht des Schiedsrichters eher verstehen und können sich dann auch mal eher mit Entscheidungen anfreunden. Also alle, die irgendwie Interesse am Fußball haben, sollten sich mal überlegen, Schiedsrichter zu werden. Wie ich schon gesagt habe, es ist eine super Kameradschaft. Es gibt super schöne Events, die wir gemeinsam verbringen. Wir haben alle Spaß miteinander. Wir sind hier gerade auf den Jungschiedsrichter-Masters, wo alle Kreise der Jugendschiedsrichter gegeneinander Fußball spielen und ein Turnier spielen. Das geht über 2 Tage. Das ist ein tolles Ereignis. Und neben diesen Ereignissen, die man gemeinsam verbringt, ist auch einfach dieses Selbstbewusstsein, was man auf dem Platz aufbaut und dieses ganz neue, die Sicht des Schiedsrichters kennenlernen, total interessant. Man meckert natürlich, man guckt Bundesliga und sieht, da ist irgendwie da was schiefgelaufen, man meckert über den Schiedsrichter, aber wenn man sich selber mal in die Situation versetzt, dann erkennt man erstmal, das ist gar nicht so einfach und manchmal sind diese Situationen vielleicht nachvollziehbar, die ein Schiedsrichter so oder so entschieden hat in einem Spiel. Werdet Schiedsrichter!